Hallihallo bei der neuen Folge Minecraft Unknown Style, mittlerweile Folge 32 mit dem Kara hinüber. Jo, Und ich gehe mal schau direkt mal. auf den Server von Minecraft Unknown Style, die Multiplayer-Fassung. Genau. Und die Wochenzeit backt irgendwie rum. Your player time is limited to 180 minutes per day or 600 minutes per week. Das stimmt nicht so ganz. Aber ich weiß nicht, ob nur die Anzeige verbuggt ist oder generell. Naja. Das spielen wir halt 100 Stunden oder so, keine Ahnung. Ja, ist auch nicht das 100 Problem. Minuten. Muss ja noch überlegen, wie ich das hier so generell gestalten will. Ich baue auf jeden Fall an meinem Häuschen mal weiter diese Folge noch und danach werde ich mir mal wieder eine sinnvolle Aufgabe sozusagen suchen. Mache meine Bäckerei fertig, dann habe ich schon mal einen Ort gefunden, wo ich meine Sachen machen, tun. Tutentu. Das denke ich mir auch. So, wir sollten mal anfangen, mal ein bisschen Apropos. zu kommentieren in diesem Part. So. Genau, ich wollte gerade sagen, wir haben uns mal zur Abwechslung mal wieder ein Thema ausgesucht. Und zwar aus aktuellem Anlass, dass wir das ja, Angebot von einer, also erstmal von einer Person bekommen haben, einem, ja, einer Art Community beizutreten. Und da wollten wir jetzt mal so generell sagen, ja, was erwarten wir denn von Regen? Wir erwarten von Regen, dass er wieder weggeht. Hash, hash und der Fön. Genau. Nein, wir erwarten, also was wir halt von einer Community erwarten. Also es gibt natürlich jetzt einen Unterschied zwischen einer Community und einem Netzwerk erstmal ziemlich klar. Netzwerk ist ja sowas wie zum Beispiel das MediaCraft, was ja in Medien ein bisschen negativ angehaucht war. Im Zusammenhang Nein, mit. ich war schon immer irgendwie negativ. Aber gut, das Ja. ist ein anderes Thema und deswegen. Ja. Also im Grunde, ein Netzwerk ist etwas, was ja im Grunde seine Partner unterstützt und eigentlich, ja. Alter, mir fallen Wörter mal wieder nicht an. Er hat mich gestern, als du mich noch angeschrieben hast. Erstmal so, wie gesagt, also diese professionellen Netzwerke, die machen das professionell und die wollen damit auch Geld verdienen. Das heißt, die bekommen einen Teil vom Kuchen ab von den Let's Playern, von den Oft ihren sind Einnahmen. es 30 bis 50%. Ja. Auf der anderen Seite, was bieten diese Leute? Warum sollte man das überhaupt machen? Also prinzipiell ist es halt so, dass die Leute unterstützen sollen in rechtlichen Fragen auch. Also ob die jetzt wirklich dieses Spiel Let's Playen dürfen und damit Geld verdienen dürfen. Beziehungsweise die Netzwerke können es also auch oft versuchen, mit den Publishern zu reden. Ob Genau, das ja. okay ist und ihr könnt, wenn ihr eine Musik unbedingt haben wollt, könnt ihr sagen, ja, net Netzwerk kümmert euch, wenn es geht darum und die sagen, ja okay, machen wir. Oder kümmern sie sich um deine im Grunde Aufgaben, die du nicht vielleicht viel langsamer machen könntest, aber die halt dadurch, dass sie ein Netzwerk sind und doch, sag ich mal, oft daran an, also jedes Netzwerk ist irgendwo angesehen, gerade wenn da, wenn die sehen, okay, da sind so und so viele Mitglieder und da zum Beispiel, da sind ungespielt mit 1 Million Abos, bei Titi mit 3 Millionen Abos und so weiter, da merkt die, okay, da geht was. Da kann man sogar gut die eigene Werbung drauflaufen lassen, zum Beispiel eben halt, dass man die Spiele freigibt. Und ja. Ja, genau. Also wie gesagt, auch im Sinne von nicht Sachen unbedingt auch schneller erledigen, sondern halt auch Sachen nur einmal erledigen. Die besorgen sich dann halt eine Lizenz sozusagen, also so eine schriftliche Lizenz meistens, so eine Erlaubnis von den
Spieleherstellern und die gilt dann halt für alle Leute in diesem Netzwerk. Sollen wir Genau. mal Tag machen? Das wollte ich auch Und gerade ja, machen. theoretisch müssten wir jetzt auch, wenn wir jetzt ein Spiel spielen wollen, also Ausnahme ist da glaube ich auch noch EA, weil EA da sozusagen mal generell eine Aussage zu getroffen hat, dass das bei denen erlaubt ist. Gilt Aber genauso auch für Blizzard mit WoW. Blizzard und WoW sagen, es darf kommerziell genutzt werden, sondern dazu. Es muss halt nur das eigene Gameplay sein und ja. Man muss eventuell vielleicht mal auf eine E-Mail antworten, dass man das auch ist und gut ist. ja. Die ist halt total verbindlich, sowas wie Nintendo. Ja, es gibt jetzt sowas, wo du dich anmelden kannst, aber da kriegt ihr, selbst wenn ihr gutes Geld damit verdient, immer noch viel zu wenig. Also, ihr müsst einiges hergeben, nicht nur an YouTube, dann auch noch an einiges an Nintendo, so wirklich. Für viele YouTuber gibt es überhaupt keinen Sinn mehr und da gab es auch genug Beschwerden. Ja. Und ja, wer es noch erlaubt, ist eigentlich im Grunde Minecraft, was ich so mitbekommen habe. Ja gut, ich weiß nicht, wie das jetzt überhaupt Wiederum, ist. das war noch zu Mojang-Zeiten. Wollte ich gerade sagen, die haben ja prinzipiell gewechselt, ne? Genau. Die Frage, wie das da jetzt im Endeffekt genau aussieht. Ob wir dann bald unsere 300 Euro zurückzahlen müssen. Ach, ich brauche echt eine Webcam, dass meine Witze irgendwie besser ankommen mit meiner Fresse. Aber bald kann es soweit sein, meine Freunde. Aber das ist gerade nicht das Thema, weil ich wieder mal alles ablenken muss. Ihr wollt jetzt mal anfangen, was wir unter einer Community verstehen. Genau, also wie gesagt, da gibt es die professionellen Netzwerke und dann gibt es auch sowas wie eine Community. Das kann teilweise sogar so weit gehen, dass sich das ein bisschen überlappt. Aber eine Community ist prinzipiell jetzt erstmal nichts Kommerzielles, sondern eher so eine, ja, so ein Zusammenschluss von verschiedenen YouTubern, die halt sich irgendwie organisieren. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel das Let's Player Forum, ein relativ bekanntes Beispiel, wo man halt ja, Leute fragen kann, hey, habt ihr Bock, ein Projekt zu machen? Ich hätte da eine Idee. Wer will denn da mitmachen? Sowas. Also, dass man insofern sich organisiert und halt Leute findet zum Mitmachen. Das ist so erstmal prinzipiell, was jetzt ein, ja, was eine Community jetzt ausmacht. Und gerade wenn man halt ein ziemlich großer YouTuber ist, hat man halt eigentlich fast immer automatisch eine Community von Leuten, die einem zuschauen. Und da sind halt auch immer Leute dabei, die selber auch Let's Playen. Also da kann man dann halt sozusagen Community-Events so im Endeffekt von sich aus machen. Ja. Und was erwarten wir von der Community? Vielleicht fange ich auch mal an. Also im ersten Sinne halt eben das, dass man sich organisieren kann, dass man Projekte zusammen macht, dass man auch füreinander wirbt. Allerdings ist das halt dann die Frage, inwiefern. Da muss man, denke ich mal, auch einen guten Mittelweg finden, damit das nicht zu werbelastig wird. Und ja, also das ist so Haupt, was ich von der Community erwarte. Also wie gesagt, mit füreinander werben ist halt auch mal die Frage, wie macht man dann sowas im Sinne von gemeinsames Erkennungsmerkmal oder sowas? Wie präsentiert man sich? Zum Beispiel dann in Form einer eigenen, also einer Website von allen, in Form von, ja, Art Clan-Tags auch in YouTube vor dem Kanalnamen, in Spielen und sowas alles halt, ja. Was man aber auch nicht Was vergessen erwartest du denn in darf, erster Linie, ja, genau? okay, gut, jetzt bin ich eh dran, dann brauche ich hier nichts mehr sagen. So, also was für mich auch wichtig ist, natürlich, wie du so sagst, der Zusammenhalt, aber dass ich auch irgendwie, sagen wir mal, auch diese Community mit Stolz repräsentieren kann. Nur weil man Genau, muss. also ja, wichtig, ja, Ja! mach du erstmal, sorry, Nee, sorry, jetzt will sorry. ich noch das von dir hören, dann konnte ich alles. Nein, 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 Nee, jetzt sag erstmal. Sag erstmal, das wird red. ausufernd. Das wird Red oder ausufernd. ich breche die Aufnahme ab. Nein, was ich sagen wollte, ist, dass es halt, was ich erwarte, dass da auch sehr viel mit den Leuten zusammenhängt, erstmal, die in der Community drinne sind. Aber das führe ich dann später aus.
Okay, dann bin ich jetzt doch dran und das hier nicht gut rausgerätet, okay. So, also, auch nicht vergessen, darf man natürlich, ich finde, man kann so eine Community immer erwähnen, man sollte aber nicht vergessen eigentlich, dass es darum wiederum zwei Arten von Communities gibt. Es gibt diese Community, im Grunde war es ein großer YouTuber, Leute, die zuschauen, Leute, die regelmäßig schauen. Also man kann sagen, fixes Personal, was immer irgendwie dabei ist. Da gibt es noch eine Art von Community, ein Zusammenschluss aus vielen Leuten, die halt vieles zusammen machen. Also nicht, wo einer irgendwie am Hebel ist und sagt, hey, habt ihr Lust mit mir im Stream jetzt eine Runde Bed Wars zu spielen oder Hunger Games? Sondern wo wirklich verschiedene Leute sind, eben so wie du, ich, Slowkan, Fred, die jetzt sagen, Leute, jetzt Bock auf eine Runde Formel 1. Ja. Ist ja das, was ich angesprochen habe. Die erste Sorte ist ja dann eher das, was ein großer YouTuber in sich halt hat. Automatisch sozusagen. Und das andere ist halt sowas wie das Let's Player Forum. Genau, ja. Dann, was ich ja dann noch so finde, ist, man sollte auch nicht, also aus meiner Sicht, nicht immer versuchen, auch neben der Community natürlich auch immer noch sein eigenes Ding irgendwie zu machen. Ja, das ist sicherlich auch Das wichtig, dass man sich ist selbst auch dann nicht nicht gerade so vergisst. unwichtig, dass man halt wirklich auch Sachen macht, die einem selber am Herzen liegen. Also, ich sag mal, man hat schon ein bestimmtes, wie soll ich sagen, ah, wie soll ich das am besten? So wie es halt jetzt, so wie es jetzt bei Karin Dibon und bei mir ist. Wir beide haben uns entschlossen, zusammen diesen Kanal jetzt zu be betreiben. Im Grunde bin ich dazugestoßen, somit haben wir beide nicht im Grunde uns gegenseitig irgendwo ein Versprechen gegeben, dass man halt, sagen wir mal, doch gut zusammenarbeitet und eben, wenn was ist, dass man sich immer, also wenn irgendwelche Probleme sind, das in Ruhe besprechen kann, ohne dass irgendwie jetzt jemand auf dem anderen böse ist oder so, kann man sagen. Also im Grunde, man muss doch dann genauso mit den Problemen rechnen, die nun mal passieren können, beziehungsweise mit Sicherheit passieren werden. Ja, wobei das auch noch ein Unterschied ist, ob man jetzt halt einen Gruppenkanal hat oder ob man halt eine Community hat, weil eine Ja. Community oder auch ein Netzwerk ist halt teilweise auch nur sozusagen, ja, ich finde dieses Wort Lebensabschnittsgefährte immer sehr interessant. Das würde ich jetzt hier Ja, sozusagen auch mal man verwenden, muss es also halt wie auch man das. wirklich richtig verstehen. Also, das können ja viele falsch verstehen. Also, wir meinen damit jetzt nicht, ich sage das jetzt nur sicherheitshalber. Darf ich erstmal ausführen? Nee, darfst du nicht so. So spreche die Nein. Aufnahme ab. Ja, nee, du darfst es auch ausführen. Ich habe jetzt gerade die letzten drei Wörter vergessen. Ich muss sie wieder finden. Ja, nee, ich meine halt genau sowas, wie man jetzt beim Gespielt gesehen hat, dass man sich halt von sowas auch trennen kann. Und genau deswegen ist es halt auch wichtig, dass man in gewissen Hinsichten auch egoistisch ist und bleibt und trotzdem noch sozusagen, ja, die Eigenständigkeit wahrt, dass wenn es irgendwann mal nicht mehr so läuft mit dem Netzwerk oder mit der Community aus unterschiedlichsten Gründen, dass man dann sowas auch beenden kann. Das ist, sicherlich auch kein einfacher Schritt, auch bei ungespielt gewesen, nicht gewesen, so rum. Na, es ist eigentlich nie ein einfacher Schritt. Also, mein Schritt, meinen Kanal aufzugeben, war nicht gerade das Leichteste. Aber ja, dann, wenn man was aufgeben will, klappt alles, weißt du? Abos kommen dazu, man denkt sich so, muss ich? Aber wiederum, wo wollte ich es ja und ich werde einfach nur so 2, 3 Tage länger geblieben, bis es dann wirklich gegangen wäre. Also, für mich war nicht klar, dass ich eines Tages mal vielleicht wirklich zur BBK gehe, als ich BBK das erste Mal gesehen habe. Nee, Spaß. Aber was das ganze Thema war, war für mich schon länger klar, nur halt, ich wollte mir einen Moment abpassen, wo ich auch so für mich alles richtig hatte. So war zwar nicht so der Moment, den ich eigentlich gehofft habe, aber es ist passiert. Was dann eigentlich jetzt eher zu der Community noch sagen will, weil ich gerade wieder abschweife, weil ich das so gut kann. Das liegt in meiner Natur. Ich hab's gerade schon wieder vergessen. Was ist denn los mit dir heute? Ist doch sonst nicht so deine Art. Ja, aber sonst arbeite ich auch nicht. Genau, also man kann ja nochmal zu dem kommen mit eben ungespielt so. Also das ist natürlich
Eine Community kann natürlich sehr stark sein, beziehungsweise sehr stark werden. Also, das kann wirklich aus kleinen 10 Leuten eines Tages wirklich groß sein. Wichtig ist immer, wenn ihr sowas wie eine Community jetzt machen wollt, sagt, okay, ich will also ich kenne vielleicht ein paar Leute und wir wollen eine Community versuchen, es aufzubauen, was ja irgendwie total verständlich ist, weil sowas einfach eine coole Sache ist, sowas zu haben oder bei sowas dabei zu sein, müsst ihr auch immer rechnen, dass da auch sehr viel Arbeit im Hintergrund drin steckt. Genauso wie bei einem Netzwerk. Mein Netzwerk dann natürlich um einiges mehr. Aber die werden dafür im Grunde bezahlt. Ihr werdet dafür nicht bezahlt wie bei einem Netzwerk, dass ihr jetzt so eine Community habt oder irgendwie was Community-mäßig mit einem Kanal was starten wollt. Ja, auf jeden Fall. Und wichtig ist es halt, dass man sich sowas vorher bewusst ist und dass das dann halt nicht daran scheitert. Die Frage ist halt natürlich auch in einer Community, die halt jetzt komplett ungewerblich sozusagen ist, also die jetzt keinen Profit sozusagen erstmal erwirtschaften will, wie es halt eine normale Community so ist, dann ja, wie soll ich das jetzt am besten sagen? Ist es halt gut, auch diese Last einigermaßen zu verteilen. Dass halt nicht einer sich komplett die Arbeit macht und eine Website entwickelt und alle Server bezahlt und was weiß ich. Ist Gut, halt auch ziemlich wichtig. das ist ja sowieso, also, ich muss auch rechnen, da ist wieder auch das ziemlich ähnlich mit dem Netzwerk. Bei einem Netzwerk arbeitet ja auch nicht nur eine Person an allem. Da ist oft ein ganzes Team dahinter und im Grunde muss man auch bei einer Community immer wie ein Team denken. Also, da kann man sich sagen, mich stört das, ich finde das scheiße so, sondern man kann wieder Scheiße finden, darum geht's nicht, aber man kann nicht irgendwie nur weil es einer Scheiße findet und fünf jetzt nicht. Dann hoffen, dass nur weil man Scheiße findet, dass man irgendwie jetzt plötzlich seinen Willen durchkriegt. Man muss doch hier und da auch Sachen opfern, wenn man eine Ja, Community. sicherlich. Es ist halt alles eine Frage auch der Organisation, die sicherlich nicht einfach ist. Vor allem ist das halt auch immer die Frage, wie viele Leute ist man? Desto größer die sowas wird, desto schwieriger ist es, ohne eine Führung in Anführungszeichen jetzt sich organisieren zu können. Dass du meinetwegen so eine Art Vorsitz oder sowas wählst am besten. Und ein paar Leuten, die dann bei Entscheidungen sozusagen irgendwie bisschen dann die Macht haben, weil du kannst nicht immer, wenn du etwas entscheiden willst, von, was weiß ich, 30, 40 Leuten alle fragen. Das funktioniert nicht. Dann brauchst du ewig, bis du mal eine Entscheidung Ich getroffen weiß nicht, ob hast. es auch mal alle geantwortet haben oder so. Ja, genau das meine ich. Das ist, also wir merken das ja selber oft so. Oft dauert etwas länger und manchmal ist eine Antwort direkter und manchmal kann man oft schon denken, 3 Tage warten und denkt sich, okay, wo ist die Antwort? Weil oft eine Person liest es nicht oder eine Person vergisst es oder eine Person. Es kann alles sein, was ich, oder die Person will es vielleicht sogar gar nicht lesen, man weiß es ja nicht. Also. Oder darauf nicht antworten, wenn jeder Mensch ist unterschiedlich, aber deshalb bei einem Netzwerk wiederum einfacher, weil im Grunde, das ist im Grunde eine normale Arbeit auch irgendwo, also ist eine normale Arbeit, weil im Grunde die dahinter sitzen, die verdienen damit ja wirklich ihr Geld, ihr Lebensunterhalt und im Normalfall und die brauchen das Ganze im Grunde auch, also deswegen bei der Community kann es oft passieren, dass 3 Leute arbeiten und die anderen 5 meinen, Ja, schauen wir mal sicherlich, ab. so wird das aber auf jeden Fall immer laufen, dass ein paar Leute engagieren sich da Das. halt mehr und ein paar sind so eher die Mitläufer. Was mir heute auch so eingefallen ist, so im Sinne von Organisation eines Projektes, ist das halt auch immer relativ schwierig, dass man sozusagen sich überlegen muss, ja, wenn man jetzt eine Gruppe ist und man will ein Projekt machen, ist natürlich schön, wenn man nicht immer der Einzige ist, der sowas anregt. Also, dass auch mal wer anders eine Idee hat und auch sowas dann sozusagen mal umgesetzt wird und man sich mal nicht kümmern muss. Die andere Sache ist, wenn man halt 50 Leute hat und jeder will ein eigenes Projekt machen, man kann nicht bei 50 Projekten mitmachen. Man kann dann vielleicht bei drei Projekten mitmachen, aber wenn jeder bei drei Projekten mitmachen kann von 50 Projekten, ist es auch wieder recht sinnfrei, weil dann halt Projekte nur vier Mitspieler haben. Also du brauchst diese Mitläufer auch.
in gewisser Weise. Aber du musst dich trotzdem auf die verlassen können. Also das, man muss trotzdem darauf verlassen können. Und also was ich ja noch so drauf, was ich noch gut drauf sagen kann, ist auch wieder mal der Unterschied Netzwerk und nicht so. Netzwerk, die haben ja oft, gerade bei immer Meetings und das regelmäßig und da wird alles besprochen, die Ideen werden besprochen. Dann gibt es noch ein kleines Team, was irgendwie auslost, welche Idee irgendwie gut ist oder schlecht ist. Bei einer Community kann es sein, dass plötzlich 10 sture Leute da irgendwie im TS sitzen und sagen, ich will das aber machen, ich will das aber machen. Ja, und dann muss man, dann ist das immer schwer, weil im Grunde als Community sollte nicht keiner wirklich den großen immer das Sagen haben, aber ist halt manchmal auch nicht so schlecht und das muss man halt beherzigen, dass auch nicht, also auch gerade als ein Member davon, dass die eigene Idee auch mal ein bisschen warten muss oder vielleicht nie dran kommt, aber das ist das Leben halt oft und wenn es halt nicht allen gefällt, dann gefällt es halt leider nicht allen, das ist halt oft so. Und gerade natürlich mit der Community kann man natürlich leichter planen. Also wenn man jetzt sagt, ja, wie wird's da, wir machen das Yu-Gi-Oh! Turnier, was mittlerweile auch kein Geheimnis mehr ist. Weil ja, ich denke auch. Denke ich, zumindest hat es mal Dios Nemesis in seinen, also Sinocopros, also Hans in seinen Videos erwähnt und deswegen ist auch im Grunde kein Geheimnis mehr, werden natürlich erst später hochgeladen, dass keiner einen Vorteil hat irgendwie. Ja, auch damit es regelmäßig kommt. Ja, auch damit es regelmäßig kommt. Genau. Ich meine, ich habe jetzt wieder genug aufgenommen davon, also ich muss das noch alles rendern mit den. Im Grunde nur das Intro vorsetzen. Aber es ist halt, wenn du schon weißt, du bist jetzt eine Community von 20 Leuten, sagen wir jetzt, und 8 und 10 bis 12 Leute spielen Yu-Gi-Oh! Und du kannst rechnen, ja, okay, davon nehmen vielleicht 5 auf. Du kannst rechnen, okay, alles klar. 8 Leute kriegst du irgendwie zusammen. Als so wie wir müssten Leute von anderen Kanälen fragen, Igitt. Ja, ne, das Problem ist, das ist halt immer so, wenn man Leute von außerhalb fragt, sind die vielleicht auch erstmal Feuer und Flamme, aber die Bindung ist dann auch nicht so groß, dass sie dann halt auch relativ schnell sagen, na, eigentlich ist das Projekt doch nicht so geil und ich mache einfach nicht mehr mit. Das ist halt das, was ich auch von der Community erwarte, dass man sich vorher überlegt, möchte man das jetzt, möchte man das nicht? Und dass so ein Projekt dann auch durchgezogen wird, das ist eigentlich die Hoffnung, die ich in so eine Community habe. Wenn ihr vielleicht genau irgendwas im Augenscheinlich haben wollt, geht mal auf Dios Nemesis, auf die Yu-Gi-Oh! Videos und da ist auch dann für das Turnier immer so Auswertungen gewesen, wer dabei ist. Und jedes Mal bei so einer Auswertung einer Runde sind alte Namen weg gewesen und neue dazugekommen. Genau, oder auch schon unsere beiden Minecraft-Projekte. Auch aktuell wieder das hier. Wir hatten angefangen mit über 40 Mitspielern. Und aktuell sind es 10 Leute, die noch spielen oder sowas. Das ist leider. Es tut dem Herzen weh, sag ich so. Es tut einem auch weh, weil man halt auch richtig viel Mühe in die Projekte gesteckt hat. Aber das Problem ist man, wenn man halt an diesem Punkt angekommen ist, man will auch nicht noch mehr da reinstecken jetzt. Irgendwo. Jetzt daran, weil man sieht, dass es nicht den gewünschten Effekt erzielt. Ich meine, wir bei der mittlerweile über 30 Part dieses Projektes hochgeladen, also uns liegt das Projekt ja wirklich am Herzen. Und man muss halt auch wirklich mit darauf hoffen, dass die Leute, die hinter dir stehen, von deinen Leuten auch, dir diesen Halt geben. Man muss sagen, das sage ich auch hier jetzt ganz klar wieder, wenn ich wieder eine Standbocke kriege, das war hier nicht so. Ja, auch von uns. Es wollten mehrere Leute aufnehmen von uns. Und ich habe heute nochmal von einem gesagt bekommen, ja, ich habe jetzt das und das Problem gefixt. Bald kann ich aufnehmen. Wie lange geht das Projekt ja schon? Das Projekt geht bald einen Monat. Also das ist halt dann auch immer so ein bisschen schwierig. Und wir wissen auch nicht mehr, wie lange dieses bald in diesem Projekt auch vielleicht sein könnte. Ja, genau. Aber weil ja, wir haben es einmal angesprochen. Mit spätestens im Mai reden Karin Dieb und ich uns mal genau über das Projekt aus. Genau. Vielleicht jetzt auch noch ganz kurz zu den, was ich schon angedeutet habe, zu den Leuten, weil wir sind schon am Überziehen, wir sind schon bei den 25 Minuten.
Ihr habt sicherlich schon mitbekommen, alle Leute, mit denen wir was zusammen machen oder mit denen wir gerne was zusammen machen, haben ein gewisses Alter. Also 17 aufwärts eigentlich. Und ich möchte halt auch mit gleichaltrigen Leuten was machen. Ich weiß, dass zum Teil 15-Jährige mehr Erfolg haben auf YouTube, was einfach mit der Zielgruppe zu tun hat. Das finde ich schade, ist aber so. Aber trotzdem möchte ich mit diesen Leuten nicht dauerhaft zusammenarbeiten, weil das einfach nicht mein Stil ist. Und deiner auch nicht. Das, also schätze ich jetzt mal. Ich war ja der, der das Alter noch höher angehoben hätte, bei diesem Abend. Ja. Im Grunde, ich war schon 18, mindestens 18. Was sagt Karin lieber? Nicht mal von uns alle 15. Mitmachen können. Ja und? Älter werden, mir egal. Das ist für mich nicht. Ja, ist halt die Frage immer. Das ist halt auch. Nein. Ja, also im Grunde, man muss es halt auch schon mal den Party beenden. Ja, nee, ich will das jetzt noch fertig erzählen. Ah, also, du warst noch nicht fertig, sorry. Ja, also wie gesagt, ich möchte ältere Leute haben. Ich möchte Leute, die auch qualitativ einigermaßen unseren Ansprüchen entsprechen. Also ich sehe, dass wir, also BBK, vor allem Rolli und ich, Roman und ich, einen relativ hohen Qualitätsanspruch haben, dass wir auch bereit sind, Geld zu investieren in dieses Hobby. Und ich möchte das auch, nicht nur, weil ich sage, ja, wir investieren Geld, ihr sollt auch in Geld investieren, sondern vielmehr, weil ich sehe, ja, wenn man bereit ist, Geld zu investieren, dann ist einem das Hobby wichtig und dann hat man auch ein höheres Durchhaltevermögen. Und ich, ja, also am liebsten wäre es mir halt, in so eine Community reinzukommen, die nicht unbedingt so riesig groß sein muss, aber die auch schon eine Weile besteht, wo man sieht, ja, die arbeitet schon eine Weile und da gibt's schon was. Da weiß man, was einen erwartet. Bei einer neuen Community ist natürlich immer spannend, was passiert da. Und mal sehen, also wir haben uns noch nicht entschieden, ob wir dieses aktuelle Angebot annehmen. Aber ich würde sagen, jetzt beenden wir doch endlich mal den Part und wir sehen uns dann im nächsten wieder. Ciao. Auf Wiedersehen.